Jochen? There's an alien, I can't see the alien! Hey, Kinder, was geht bei euch ab? Junge! Ich hab grad voll extrem bedeutendes Zeug gebaut. Und ja, folgendermaßen ist die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle. Ich stehe hier, bau vor mich hin und auf einmal höre ich was. Hört ihr das? What is this? For a sound, I can't believe it. Schaut, wie ich am Rande des Wahnsinns stehe. Sind das etwa Nazis im Weltall? Man weiß es nicht. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Wir machen es einfach mal ganz stümperhaft. Hier eine Kamera hin, zack. Jeder weiß, im Weltraum sind die Dinger schwerelos. Also ziehen wir mal so ein bisschen dahin. Hier ist die Kamera. Oh fuck, ich hab sie losgelassen. No camera, no please. Ich hab sie. Achtung. Gleich finden wir heraus, was auf diesem Mond abgeht. 3, 2, 1. Husten, wir haben ein Problem. What happened? Wir verlieren den Kontakt. Shit. Und ich sauf gerade ab. Hey. What the fuck? Seht. Hier befindet sich ein kleiner Bomber und da ein Raumschiff. Das habe ich mal mit einem kleinen Kumpel, habe ich das gebaut. Der Bomber war eigentlich dafür vorgesehen, dass er eben hier hinten im Raumschiff Platz hat, hier. Hey. Und dann rausfliegt. Aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Deswegen werden wir diesen Bomber natürlich auch sofort verwerfen. Die Bewaffnung des Raumschiffs. Ach, und nebenbei. Ich kann euch gerne zeigen, wie das gebaut wird, aber ich denke, es will eh keiner wissen. So Bauvideos sind werden da nicht so geschaut. Deswegen dachte ich mir, werde ich die Sachen einfach direkt spawnen, beziehungsweise eben, wenn ich was baue, was sicherlich vorkommen wird, einfach dann schnell vorspulen, tap, 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 tap und sowas. Ihr wisst schon. Das ist eben der Knopf, ne, von außen. Da mache ich meinen Handabdruck, dann wird die Tür durchgehbar. Wenn ich hier drauf drücke, nicht mehr, nicht mehr. Ja, ihr wollt direkt die Bewaffnung sehen, so wie ich euch kenne. Es gibt hier zwei Knöpfe. Zur Benutzung brauche ich mein Explosive Entity Taste Tool. Ich drehe mal das Ding ein bisschen nach da drüben, das so. Also ich drücke hier drauf, zack. Und dann spawnt hier so Gaskanister, die ich noch kurz betüdeln muss. Und jetzt, Achtung, Feuer, frei. Bam, verstehst? Also so ein kleiner Bomber, der die Bomben aber gerade ausschießt. Also schon ein Raketenwerfer sozusagen. Hier ist unser Heimatplanet. Und jetzt versuchen wir mal, die Idioten zu zerstören. Es sei aber noch gesagt, dass auch unser Raumschiff zum größten Teil zerstörbar ist. Wenn sie uns anschießen, fliegen wir irgendwann in die Luft. Deswegen setze ich auch nicht so viel Hoffnung in diesen direkten, frontalen Angriff. Aber vielleicht läuft da ja was. Wenn nicht, müssen wir halt Raketen bauen. Wir bauen selbst Rakete und machen die kaputt. Vielleicht schießen wir einfach mal von hier. Vielleicht treffen wir ja was. Die Waffe ist geladen. Nochmal kurz den Kurs ausrichten ein bisschen. Wahrscheinlich müssen wir noch viel tiefer. Wir schießen wahrscheinlich voll drüber hinweg. Feuer frei. Ich setz mich mal hin. Wow. Wow. Also ein bisschen was haben wir getroffen, aber ich glaube, wir haben hinten dran den Planeten getroffen, kann das sein? Wir fliegen mal ein bisschen tiefer. Ich hab Schiss, wenn wir ranfliegen. Die zerstören uns direkt. Die machen uns kaputt, das sind Nazis im Weltall, nicht? Kurz noch kurz Kurs ausrichten. Und Feuer. Oh. Shit, wir treffen die ganze Zeit den Planeten da unten. Wisst ihr, denken sich auch, was für ein Idiot schießt auf uns? Guck, wie die Sachen aus dem Ding rausfliegen. Ein bisschen niedriger, noch ein bisschen niederer. Okay, jetzt. Ich merk's. Jetzt schreiben wir Geschichte, Kinder. Feuer. Wa. Ja. Doch nicht. Okay, scheiß drauf, wir müssen näher ran. Ich bereite direkt alles vor, dass wir dann sofort schießen können. Mir fliegt jetzt nice, lang mal jetzt nur mit denen da. Die Männer auch gerade, ich werde Idiot. Oh oh. Hallo? Okay. Stabilisieren. Anvisieren, aussteigen. Fuck. Unser Raumschiff. Ha! Aber einen hat's doch gefickt, oder? Oder sind das Teile von uns? Schnell. How can I help you? Hey Udo! Oh sorry, I'm so fucking sorry. Geht's dir gut? Greif sie an, Udo! Udo ist nicht zu gebrauchen. Ihr Schweine, ich werde euch killen. Starb, ihr Schweine. Wir machen was anderes. Ich habe da noch eine Geheimwaffe, das ist schon ewig lang her, da habe ich das Ding mal gebaut. Das ist eine, ich nenne die Terror Couch, das ist eine Couch, wie man hier sieht. Da sind Turrets dran. Die schießen. Und nicht nur die Turrets gehen an, sondern auch Thruster gehen an. Und dadurch hält sie sich über dem Boden. Oh, aber ich glaube, das ist eine behindert. Wir müssen schon was Gezielteres machen. Wir können natürlich auch reingehen, so als Ein-Mann-Kommando. Aber ich kenne euch. Ihr wollt Bombe haben. Wir bauen erstmal eine Rampe.
Ich würde sagen, uns stehen solche Bomben hier zur Verfügung. Der Rest, ne, an der Atombombe da drauf zu schmeißen, wäre total witzlos. Oder vielleicht doch nicht? Dadurch, dass wir so kleine Bomben haben, können wir vielleicht sowas, hier sowas nehmen. Da passt die Fette ja auch durch, ne? Ja, locker. Ja, natürlich. Augenmaßtechnisch ist das super, puppe. Wir brauchen ein richtiges Rohr, echt? Richtiges Rohr. Und es muss perfekt verarbeitet sein, sonst fetzt uns das gleich um die Ohren, wenn die Dinger irgendwo anstoßen, innen an so einen kleinen Grat. Obwohl, das reicht eigentlich schon, ne? Nee, komm, ich weiß, ihr wollt eine richtige Kanone haben. Nicht die weiblichen Zuschauer, die wollen was ganz Großes haben. Jetzt müsste es ultra fett verweldet sein. Nicht, wenn man auf eine Bombe schlägt, dann nicht. Scheiß doch die Wand an, wir machen es anders, verdammt nochmal. Oh, guckt euch diese Verweldung an. Guckt, wie stabil das ist. Okay, wir wollen ja was Cooles haben, so richtig mit Abdrücken und sowas. Das ist nicht irgendwie Thruster hinten dran. Ich zeige euch kurz die Pillepalle-Version. Das hier wäre die extrem Pillepalle-Version. Das hier wäre die Pillepalle-Version. Ja, trifft aber den falschen Planeten. Ja, gar keinen. So, ich habe uns mal eben schon mal eine Zielvorrichtung gebaut hier. Ja, guck mal. Ich hab die Bombe reingeschmissen, man sieht auch hier, sie liegt drin, die guckt, hinten guckt der Ding raus. Und hier in der Mitte habe ich nochmal so ein kleines Zwischending eingebaut, dass wir eben auch nach unten praktisch schießen können, ohne dass die Bombe da irgendwie rausrutscht. Also jetzt können wir einmal hier drauf drücken, guck mal, man sieht da so ein bisschen die Ding durchgucken, Achtung, zack. Jetzt ist die Ding praktisch frei, die Bombe kann also rausfliegen. Wir haben ja schon angepeilt, oder? Haben wir. Und jetzt schießen wir einfach mal, Feuer. Wow. Was ist hier passiert? Nochmal kurz überprüfen, stimmt das Ziel auch? Ungefähr. Wir müssen mal ein bisschen durchsichtig machen hier das Teil. So, sind wir bereit? Feuer. Oh, die ist aber schön geflogen. Oh, wow, 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 wow. Ich habe für uns so eine kleine Kamera angebracht. Guck mal hier. Das ist der Treffer von vorhin. Da haben wir einen gepimmelt, aber hart. Okay, schauen wir mal, wie der Schuss jetzt verläuft hier. Ist schön anvisiert. Ja, das Shot öffnen und fire. Ah, es hat nicht wirklich geholfen. Boah, ist echt ultra behindert zu zielen, ey. Ihr könnt meine scheiß Badewanne haben. Ich denke, wir sollten doch ein etwas größeres Kaliber nehmen, damit wir auch mal zum Ende kommen, nicht? Und deswegen habe ich mir dieses gedacht. Ich würde sagen, Feuer frei. Oh, und die fliegt aber gerade. Alter Verwalter, den Turm getroffen. Da oben. Okay, wartet. Kamera weg. Seht ihr die Rauchwolke? Moment. Ich gehe raus in die Weltall. Bin der Heli, bin immer noch da. Du dreckiger Drecksack. Nehmen wir einfach mal so eine dunkle Materiebombe. Hedesack. Ah, you're gonna die. Ja. Ah. Ey, du willst mich verarschen, Mann. Du willst mich verarschen. Fusion, Fusion Bomb. You got it da. Wah! Er ist immer noch da. Okay, ich raste aus. Das war's jetzt. Das hier ist die Cluster fucking Nuke. Ich werde sie ihm unter. Ich werde unter ihn. Werde ihm diese Bombe platzieren. So. Und ich werde sie oben mit unserem Knöpfchen zünden. Sind wir bereit, dass mein PC abstürzt? Halt das noch an. 3, 2, 1. Tschüss, PC. Geht ja noch. Noch 11 FPS. Oh. Hört ihr das? Dieses verschissene Arschloch. Okay, den Planeten, alle, er ist weg, aber er. Ich schieße immer noch auf dich. Oh. Du Sack. Hier, tschüss. Er fliegt zurück. Bist du behindert? Du bist mit auf meinem Planeten. Da wird dir der Sauerstoff nicht gefallen. Wie er sich verzieht. Ich gehe dann mal. Nazis im Weltall.